Yo Fit Fam, willkommen zum nächsten Vlog am 20.06.2018. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr habt gut geschlafen. Danke fürs Einschalten, viel Spaß beim Vlog. Ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, es ist jetzt 14 Uhr, bin um 4:30 aufgestanden, wir waren in München, zwei Klassen gehabt, jeweils eine Doppelstunde, also 4 Stunden Unterricht, dann nach Hause gefahren. Jetzt geht's sofort ins Gym, ich habe mir meinen Kaffee schon reingehauen. Push 2 steht an, heute werde ich wieder filmen, ich bin gut drauf, mir geht's besser. Obwohl ich so wenig geschlafen habe, sogar noch weniger als gestern. Jedenfalls, YOLO, jawach. Jetzt geht's ab ins Gym. Push, Leute, wie gesagt, ich film wieder für euch. Danach gibt's straight Cardio. Wir sehen uns aber davor noch. Haut's rein, Leute. Ich habe bereits mein Hähnchen 500 Gramm und mein Blumenkohl 250 Gramm gegessen, sonst nichts. 1,5 Liter Spezi, 2 Kaffees, in der Früh einen und jetzt einen. Ich bin gut drauf. Bis gleich, haut's rein und peace. Yo, FitFam, was geht ab? Es ist jetzt genau 4 Uhr und wir sind zu Hause vom Push-Training. Geil, mir geht's gut, Wetter ist nice. Push-Training war richtig gut, ich habe wieder gefilmt für euch. Und jetzt bin ich gerade heimgekommen, jetzt lade ich schnell die Dateien auf den Laptop für das Video, das aus 2 Tagen besteht, eben für die 36 Stunden plus Fasten-Challenge. Ja. Dann wird sofort Cardio gemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, um die 3000 Schritte jetzt bis jetzt. Und jetzt machen wir 30 Minuten Cardio. Und am Abend fahren wir eh noch zu Hause los, weil wir das Auto mit dir tauschen. Dann gehen wir noch Gassi und dann haben wir unsere 10.000. Wir sehen uns straight nach dem Cardio. Dann sage ich euch, was ich gemacht habe, wie es war, kraftmäßig und alles. Bis dann, Leute. Haut's rein und Servus. Guten Tag, Community. Ich bin wieder daheim. Jetzt haben wir ungefähr um die 6000 Schritte, sprich wir brauchen noch ca. 4000. Hat sich gut angefühlt, Leute, ich fühle mich fresh as fuck. Jetzt erzähle ich euch kurz, was ich trainiert habe, wie es war, dann gehe ich duschen und dann gibt es einen Whey Shake und danach wird das Video bearbeitet. So, Leute, also Push 2 stand an. Schrägbank drücken, Kurzhantel. Ich habe angefangen bei 22,5 hoch auf 42,5 bis 37,5 gingen 8. Ab dann wurde es schwer. Mit 40 Kilogramm habe ich so viel Reps geschafft. Der Satz kommt hier. Mit 40,5 Kilogramm habe ich so viele Reps geschafft. Der Satz kommt hier. Ich habe 40 Kilo gemacht, 3x3. Ich zeige euch einen Satz, sprich den letzten davon, den dritten, der kommt hier. Gut, für das, dass ich Schrägpunkt drücken erst das dritte oder vierte Mal wieder gemacht habe. Die Kraft kommt langsam, einfach dranbleiben, dann wird es schon. Und ich bin ja noch auf Diät, das darf man nicht vergessen. Dann gab es Cable Cross wieder.
Heute habe ich 3 Sätze gemacht mit 5 Scheiben. Ah, so viel Wiederholungen wie es geht. Und dann habe ich gemerkt, es ist zu leicht. Ich habe nämlich 45 Sekunden Pause gemacht, keine 30. Das heißt, ich bin dann auf 6 Scheiben hochgegangen und habe so viel gemacht, wie es geht. Habe ich natürlich die 6x10 nicht schaffen können, weil ich nur noch 3 Sätze habe. Ich zeige euch den letzten Satz hier. Ja, 8 Raps waren das, glaube ich. Das heißt, ich lasse das jetzt so lange gleich, bis ich 6x10 schaffe. Hier weiterhin jetzt 45 Sekunden Pause. 30 bis 45, wenn ich merke, dass es leichter wird, gehe ich mit der Pause runter, ist logisch. Dann habe ich gemacht 6 Sätze Dips mit nur 5 Kilogramm Gegengewicht. So viel Wiederholungen, wie es geht. 45 Sekunden Pause. Hier seht ihr den 6. und letzten Satz. Drei Sätze gemacht mit 30 Kilogramm Gegengewicht, mit 30 Sekunden Pause, so viel Wiederholungen wie es geht. Hier kommt der letzte. Geil, hat mir richtig Spaß gemacht, war gut. Dann habe ich gemacht Trizeps Extensions wieder mit der am Rücken liegen auf der Flachbank. Hier seht ihr einen kurzen Auszug. Gut, war richtig gut. Den ersten Durchgang habe ich komplett mit den Zehnern geschafft, sprich immer über 6 Wiederholungen, obwohl ich ohne Pause weitergemacht habe, sprich alternieren quasi erst rechts, dann rechts, dann links ohne Pause, 5 Minuten lang. Das heißt, ich gehe nächstes Mal auf 12,5 Kilo hoch und werde das dann einfach wieder, wenn ich weniger als 6 Wiederholungen schaffe, auf die Zehner runtergehen. Das heißt, die 7,5 Kilogramm werden komplett gestrichen, richtig nice. Dann habe ich noch 9 Sätze Seitheben gemacht, von 15 auf 25 hoch. Auf 15 runter, 9 Sätze, also so viel Wiederholungen wie es geht und dann noch ein Dropset auf 1 Kilo. Habe ich nicht gefilmt, Leute, ist immer dasselbe. Dann wieder 20 Sätze Bauch und 6 Sätze Schulterdrücken, überall so viel Wiederholungen wie es geht. Beim Seitheben 30 Sekunden Pause, beim Schulterdrücken 45 Sekunden Pause und beim Bauch wieder gar keine Pause. War gut, gutes Training, ich bin zufrieden, ich bin glücklich, vor allem ich habe ja nur nicht mal 5 Stunden geschlafen. Heute schon 10 Stunden gearbeitet, auf Diät und trotzdem gutes Training gehabt, Leute, so muss es weitergehen. Geil, das war der geile Reis gestern. Jetzt wird also geduscht, Leute, wir sehen uns dann nach dem Duschen, wenn ich meinen Whey Shake trinke. Haut's rein, bleibt's dran und Peace. So, Fit Fam, wir haben jetzt geduscht. Jetzt gibt's 50 Gramm Whey. Haare fresh gewaschen. Jetzt gibt's gleich einen Instagram-Post. Es ist jetzt 17.28 Uhr. Heute kommt eh kein Video online. Das erste Mal seit Ewigkeiten, richtig schlechtes Gewissen, für mich voll assi. Aber geht jetzt nicht anders, weil das wäre Schwachsinn, das in 2 Videos zu packen, deshalb mache ich das. Muss ich noch bearbeiten, aber wie gesagt, jetzt erstmal Instagram-Post, bisschen Whey und einen Kaffee, weil ich Hunger habe. Und Essen gibt es erst um 10, 4 Stunden. Ja. Mir geht es soweit gut, ich hoffe euch auch. Einsatz war gut, gute Schüler in München, war nett, besser als gestern, coolere Schüler als gestern. Ja, danach fahren wir noch zu Haselnuss, Gassi gehen und Auto tauschen und danach fahren wir gleich wieder heim, weil sie morgen arbeiten muss. So, FitFam, wir haben jetzt ein bisschen das Video bearbeitet,
noch nicht ganz, ungefähr 30%, also dauert noch ein wenig, aber das kommt morgen online. Also wenn ihr das hier seht, dann habt ihr das andere schon gesehen, das werde ich trotzdem hier mal verlinken. Wir fahren jetzt zu Haselnuss mit unserem BMW, Vollgas. Nee, Vollgas natürlich nicht, wir fahren schon ordentlich. Bis gleich bei der Haselnuss, Leute. Yo, Fit Fam, wir sind schon bei der Haselnuss. Gassi gegangen sind wir schon, aber ich habe noch keine 10.000 Schritte, sprich ich muss ja nach daheim noch ein bisschen spazieren gehen, während dann mein Reis, Hähnchen und Blumenkohl in der Mikrowelle ist. Hier ist sie. Schaut, wie schön das Ort bist, du hübsch, Schatz. Geile Sau. Hübscher Schatz. Ja, wir fahren jetzt heim, Leute. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich rausgehe oder esse. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. Jo, Fit Fam, ich melde mich auch mal wieder zurück. Es ist 12:30. Ich gebe mir jetzt noch ein bisschen Whey, Zink und Vitamin C. Wir haben heute gemacht 11.197 Schritte und haben gegessen 2.462 Kalorien. Nice. Push-Training war geil. Cardio war gut. Schöner Tag. Arbeit war gut. Morgen muss ich nie arbeiten. Morgen stehen 2 Trainingseinheiten auf dem Plan und Cardio. In der Früh gibt es Beine, 12 Sätze Beinpresse, 12 Sätze Beinkreuz stehend, 6 Sätze Kniebeugen, 10 Waden, 20 Bauch. Dann Heimessen, Video bearbeiten, fertig morgen fürs zweite Training, dann gibt es geil Pull, nach Cardio und dann Video weiter bearbeiten, alles Instagram, YouTube-mäßige machen und so. Vielleicht fahren wir morgen zu Haselnuss, weiß ich noch nicht, muss ich schauen. Werdet ihr dann sehen, Leute. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Morgen wird spannender, versprochen, da habe ich mehr Zeit, weil ich nicht arbeiten muss. Vollgas, morgen wird es richtig geil. Bis morgen in alter Frische, Leute. Haut's rein. Danke fürs Zuschauen und Peace.